So. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afdalus salati wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wir machen heute inshallah mit dem zweiten Unterricht an und fangen hier inshallah mit Ad-Dars Ath-Thani, die zweite Lektion, und zwar das Thema Dhalika. Wir hatten davor als kleine Wiederholung Hadha gelernt und einige Wörter. Hadha war das. Dhalika ist dies, das und dies. Das für das Nahe, dies für das Weite. Wir gehen direkt in den Beispielen. Wenn wir fragen möchten, was ist dies, dann sagen wir Ma dhalika. Ma dhalika. Was ist dies? Die Antwort wäre dann ganz einfach Dhalika Najmun. Dhalika Najmun. Dies ist ein Stern. Einige Wörter werden von letzten oder von der letzten Lektion sein und einige werden neu sein. Das zweite Beispiel ist zum Beispiel Hadha Masjidun, für das Nahe. Das ist eine Moschee. Wadhalika Baytun. Und dies ist ein Haus. Beim dritten Beispiel Hadha Hisanun. Das ist ein Pferd. وَذَٰلِكَ حِمَارٌ. Und dies ist ein Esel. Beim nächsten Beispiel fragen wir jetzt, ist das eine Katze? Oder ist dies eine Katze? أَذَٰلِكَ كَلْبٌ. Die Frage war, ist dies ein Hund? Die Antwort, da das eine Katze ist la dhalika qittun. La dhalika qittun. Nein, dies ist eine Katze. Oder besser gesagt, ein Kater. Das letzte Beispiel hier ist ma dhalika. Was ist dies? Dhalika sarirun. Dies ist ein Bett. Somit haben wir ganz normale Sätze gelernt, also wie man sagen kann, dies ist eins und ist das eins und was ist dies? Oder nochmal, dies ist ein so und so, was ist dies und ist dies so und so. Ich hoffe, ich bin nicht ganz oder ich habe euch nicht ganz durcheinander gemacht. Jetzt gehen wir zur nächsten Seite. Abdullah, kannst du bitte versuchen, diese Seite zu lesen oder die Texte? Hört man mich? Ja, jetzt höre ich dich. Man hada wa man dhaliko? Oder wie? Genau, wa man dhalika. Dhalika, okay. Und was heißt das? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Kannst du dich erinnern, was Men war? Ja, was ist das? Na, nee. Men, was? Das? Genau, wer? Weil was ist Ma? Ja. Und Men hada, wer ist das? Eine Frage noch dazu. Hada, okay. Nach Herr kommt ja kein Ja oder Elif. Warum wird Herr verlängert? Gute Frage. Bei einigen Wörtern, und mir fällt gerade nur zwei Wörter ein, schreibt man das so, aber die Elif muss man sich einprägen. Und das dazu gehört eben Hadha und Dhalika. Okay. Verstehe. Das ist genauso wie zum Beispiel Ulaika. Im Koran siehst du ja Ulaika und dann nach dem Elif gibt es einen Wow. Aber dieser Wow hat einen Kreis und deswegen verlängerst du nicht. Also genauso wie es eine Verlängerung gibt, die man nicht sieht, gibt es auch Verlängerungen, die man sieht, aber nicht ausspricht oder nicht benutzt. Okay. Okay. Also man hada wa man dhalika bedeutet? Wer ist das? Und was ist dies? Und wer ist dies? Ach so, beides. Ach so, ja, oh Mann, okay.
Genau. Die Antwort dazu? Hada, das kann ich nicht so gut lesen. Mudarrisun. Mudarrisun, wa dhalika Imam. Imamun. Also, Imamun, ja. Also, das ist eine Schule wahrscheinlich. Oder das ist, doch, also, Madrasa ist ja Schule, oder nicht? Madrasa ist Schule, aber hier sagt Mudarris. Masjid. Also, an den Bildern habe ich das jetzt so erkannt. Ne, Mudarris bedeutet Lehrer. Ach so, das ist ein Lehrer und das ist ein... Und dies ist ein Imam. Genau. Ach so, okay, also, okay, jetzt habe ich verstanden. Ich dachte, diese beiden Bilder also, haben dieselbe Bedeutung, aber jetzt verstehe ich es. Ich weiß, das Buch ist eben, hat man ein bisschen schlecht gemacht. In der neuen Auflage hat man das ein bisschen besser gemacht. Da hat man das ein bisschen deutlicher gemacht. Okay. Okay, Ahmed, kannst du den zweiten Satz geben oder sagen? Ma dhalik, dhalika hajarun. Was bedeutet das? Was ist dies? Dies ist ein Stein. Genau, dies ist ein Stein. Hussein, versuch mal den dritten zu machen. Hada sukkarun wa dhalika labanun. Genau, und was bedeutet das? Das ist Zucker. Ja, genau. Richtig. Und dies ist Käse. Ah nein, dies ist Lebanon, entweder Milch oder genau. Joghurt an sich. Du bist, mashallah. Leban heißt eigentlich Milch. Okay? Ja. Also in den Hadithen, wenn du in den Hadithen Leban findest, dann bedeutet das Milch. Okay. Soll ich jetzt ein bisschen tiefer gehen oder wollt ihr es lieber so behalten? An sich so, also meiner Meinung nach so behalten erstmal. Aber ich habe okay. Eine Frage, falls die anderen, oder aber falls die anderen das anders sehen, dass du weiter reingehen sollst, kannst du auch gerne weiter reingehen. Was sagen die anderen? Ist mir eigentlich egal. Ich passe mich an. Okay, und Abdullah? Ich passe mich an, wie gesagt. Achso, okay. Ja, ich auch. Ich habe nur eine Frage, und zwar ist, heißt Milch nicht eigentlich, warte mal. Halib? Genau, Halib. Ja, und ist das umgangssprachlich oder ist das auch Fusha? Jetzt ganz genau weiß ich das nicht, aber es ist eben je nachdem, in welchem Land du bist. Also so, zum Beispiel in den Hadithen wird immer Leban gesagt. Okay. Halib könnte man eigentlich auch sagen, weil Halib bedeutet eigentlich das Erzeugte von der Kuh sozusagen. Mahlub. Okay. Also es ist eben wie ein Herausholen von einem anderen Wort, also deklinieren, wenn man das so sagen kann. Ja, ja. Jetzt in Syrien hat man öfters zur Milch Halib gesagt. Und zum Joghurt hat man Leban gesagt. Okay? Okay, ja. Und sagen wir hier Halib. Und Leban, also wir sagen Leban und Halib, beides. Und zum Joghurt kommt dann eben noch ein neues Wort, Zabadi. Ah, okay. Also ich hoffe, ich habe jetzt nicht alles durcheinander gemacht. Oder das, nee, jetzt... also bei mir nicht, inshallah bei den anderen auch nicht, aber... Okay, also das Wichtigste ist, dass ihr jetzt nur Leban und Halib wirst. Das ist das Wichtigste für mich. Okay. Okay. Hussein, weil du heute neu bist, geben wir dem ein bisschen mehr Aufgaben. Tamarin ist Aufgaben. Und hier Iqra, Waktub. Iqra, lies, Waktub und schreibe. Hier wirst du sehen, oder hier siehst du, dass die Sätze keine Haraka haben. Ja. Versuch mal, den ersten Satz zu lesen. Hada sukkar wa dhalika laban. Genau. Cool, wir haben... muss ich auch Dommertain am Ende noch machen oder wie oben? Ja. Oder? Das wollte ich gerade sagen. Eigentlich
die Araber fangen niemals mit zwei Zeichen an. Also zum Beispiel im Deutschen sagt man ja zum Beispiel Straße. Da hast du S und T ohne Vokale. Ja. Im Arabischen gibt es sowas nicht. Und die Araber enden mit Zeichen, mit Sukun am Ende. Aber da wir jetzt die Harakat lernen möchten, haben wir uns geeinigt, dass wir alles lesen. Also auch mit den Dommeten. Okay. Also, هذا سكر وذلك لبن. Genau, richtig. Abdullah, kannst du den zweiten Satz sagen oder die zweite Aussage? Man ذلك ذلك Imam. Genau. Ahmed, die dritte. ذلك قط لا ذلك كلب. Genau. Und was heißt das? Ist dies eine Katze? Nein, das ist ein Hund. Genau. Hussein, das letzte. Ma hadha, hadha hajarun. Genau. Was ist das? Das ist ein Stein. Genau, richtig. In dieser Lektion, also die Lektion ist sozusagen jetzt fertig. Und hier haben wir dann eben neue Wörter gelernt. Al-Kalimat. Oder Al-Kalimatul Jadidatu, die neuen Wörter. Kalimat, die Wörter. Al-Jadidatu, die neuen. Ihr habt bemerkt, im Deutschen sagen wir die neuen Wörter. Adjektiv als erstes und dann nachher das Wort. Im Arabischen genau das Gegenteil. Die neuen Wörter sind Imamun, also der Imam, Hajarun, der Stein, Sukkarun, Zucker, Labanun, Milch. Ja. Okay. Bis hierhin irgendwelche Fragen? Nein. Okay. Jetzt kommen wir zu Ad-Dars al-Thalith. Ad-Dars al-Thalith. Hier lernen wir eben, wann oder warum sagen wir einmal Dhamma und einmal Dhammatain. Wenn es Bait, also wenn es bei Bait sagen wir Baitun. Und bei El-Bait sagen wir El-Baitu. Das bedeutet, dieses El ist der Artikel. Wenn der Artikel nicht da ist, dann geben wir Dhammatain. Wenn der El da ist, dann geben wir Dhamma oder irgendeine Harke oder die passende Harke, die dieses Wort verdient. Und das ist die allgemeine Regel. Also wenn man sich vertieft in der arabischen Sprache, dann wird man sehen, manchmal geht man aus dieser Regel raus. Und das sage ich von jetzt schon. Genauso das Beispiel rechts oder links. Kitabun, el-kitabu. Unten rechts. Qalamun, qalamu. Und das letzte. Jamalun, el-Jamalu. Hussein, weißt du, was Bait bedeutet? Bait heißt Haus, ja. Genau. Und Kitab? Buch. Genau. Abdullah, weißt du, was Qalam bedeutet? Ich glaube, Stift. Ich glaube. Und Jamalun? Das weiß ich tatsächlich nicht. Okay, Ahmed, weißt du das? Kamel. Kamel, genau. Jetzt kommen wir zu dem Beispiel. Einfache Sätze. Die einfachsten Sätze sind eigentlich immer die Sätze, die ein Wort und ihre Eigenschaften haben. Zum Beispiel das, was wir jetzt haben. El-Qalamu Maksurun. Der Stift ist gebrochen. Hier haben wir El-Qalamu. Wir haben El-Qalamu gesagt und nicht El-Qalamun. Weil das den Artikel hat, L. Und Maksurun hat keinen Artikel und deswegen haben wir ungesagt am Ende. Merkt euch, wie das aufgebaut ist. Also es ist nur der Nomen da und die Eigenschaft. Im Deutschen sagt man eigentlich, der Stift ist gebrochen. Genauso im zweiten Beispiel. El-Babu Maftuhun. Hussein, was glaubst du, was könnte das bedeuten? Die Tür ist geöffnet? Genau, die Tür ist geöffnet.
الولد جالس والمدرس واقف. عبد الله, was glaubst du, was das bedeutet? Ich weiß es nicht. Okay. Ahmed, was glaubst du? Also ist es auf Türkisch wie dieses Vakıf, also der Lehrer ist sozusagen fähig, der Schüler das Kind nicht? Nicht fähig, aber du bist richtig nah. El-Waledu bedeutet das Kind. Jalisun, am Sitzen. Ach so. Okay, Jalisun am Sitzen. Oder, also, oder es sitzt. Also ich will jetzt nicht ganz tief reinkommen von jetzt an, aber es im Deutschen sagt man eigentlich nicht, also es ist besser, wenn man sagt, sitzt, das Kind sitzt. Im Arabischen kann man das auch auf diese Art sagen, eben. El-Waledu Jalisun. Lassen wir das eben auf diese Übersetzung. Das Kind ist am Sitzen. Dann ist der andere Satz, Wal-Mudarrisu Waqifun, der Lehrer ist am Stehen. Okay? Mhm. Bis hier irgendwelche Fragen? Anscheinend nicht. Na, ehrlich. Okay. Sollen wir immer antworten, wenn du fragst? Ansonsten muss ich hier immer mein Mikro an- und ausmachen. Wie bitte? Sollen wir, wenn du eine Frage stellst, immer antworten? Ansonsten müssen wir so unser Mikrofon an- und ausmachen. Also, solange es hinten bei euch oder bei euch keine Störung oder kein Lärm gibt, könnt ihr anlassen, das ist kein Problem. Okay. Aber okay. Mujahid, wenn du willst, wenn du willst, können wir Dings machen. Wenn du willst, können wir so machen, dass du, wenn du fragst, einfach entweder antwort mir oder wir warten halt, du wartest halt 5 Sekunden. Und wenn keiner was sagt, dann machst du einfach ganz normal weiter. Okay, inshallah. Also wie dann sind wir auch so präsenter, wenn wir antworten, wenn er fragt. Ja, okay, dann mir ist egal, ja. Okay. Dann Hussein, kannst du 2 Sätze lesen, die unten sind? Okay. Al-Kitabu Jadidun wal-Qalamu Qadimun. Weißt du, was das bedeutet? Also Al-Kitab, die Nomen weiß ich. Also Al-Kitab und Qalam, das ist ja Buch und Stift. Okay. Aber Jadidun, ich kann mal kurz überlegen. Al-Kitab. Okay, dann sage ich das. Ja, dann sag du die. Ist neu. Okay. Und Qadimun ist alt. Ah, okay. Wie würde dann der Satz heißen auf Deutsch? Das Buch ist neu und der Stift ist alt. Genau, richtig. Kannst du den 2. auch daneben lesen? Ja. Al-Himaru Sagirun Wal-Hisanu Kabirun. Okay. Jetzt ist das Problem, ich weiß die Adjektive, aber die Nomen nicht. Okay. Al-Himar bedeutet Esel und Hisan Pferd. Ach, stimmt, genau. Himar weiß ich ja doch. Also, der Esel ist klein. Genau. Weil Hisan, was war Hisan nochmal? Pferd. Berg? Pferd. Pferd. Ach so, Pferd. Ja, wal-Hisanu kabirun ist, und das Pferd ist groß. Genau, richtig. Okay, Abdullah, die nächsten 2 Sätze. Al-Kursiyun Miksurun. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Miksurun steht oben, also haben wir gerade gesagt. Vielleicht kannst du es vom Bild herausholen. Aksurun heißt gebrochen, aber was heißt Kursiyun? Genau, Kursiyun heißt Stuhl. Okay. Der Stuhl ist kaputt oder der Stuhl ist gebrochen?
Also wortwörtlich würde man das so übersetzen, wie du es gerade gesagt hast. Der Stuhl ist gebrochen. Okay, aber jetzt logisch gesehen wäre das kaputt. Genau, richtig. Okay. Okay, der zweite, also der daneben. El-Mendilun. Was? El-Mindilun oder El-Mindilu? El-Mindilu. Genau. Wasichun oder Wasichun? Genau. Wasichun bedeutet schmutzig. Okay, das Tuch oder das Taschentuch ist schmutzig. Genau, richtig. Okay, Ahmed, die nächsten zwei. Steht der El-Ma'u? Genau. El-Ma'u Berit? Baridun. Beridun, genau. Das Wasser ist sauber? Barid ist kalt. Achso, das Wasser ist kalt. Und El-Qamaru Jamil, Jamilun, der Mond ist schön. Genau, richtig. Okay, Hussein wieder. Al-Baytu qaribun wal-Masjidu ba'idun. Qarib. Warte mal. Kann das heißt irgendwie verstecken, versteckt oder sowas? Ich glaube leer. Qarib. Qarib bedeutet nah. Okay. Qarib heißt nah. Okay, also das Haus ist nah und die Moschee ist fern, sag ich mal. Genau, die Moschee ist fern. Weit. Beziehungsweise ja, weit, weit. Okay. Der nächste Satz. Al-Hajaru thaqilun wal-Waraqu khafifun. Ich denke Ja. mal, der Stein ist schwer. Genau. Warak weiß ich nicht. Papier. Papier und das Papier ist leicht. Genau. Abdullah wieder. Al-Labanu Genau. Harrun. Hier musst du ein bisschen verlängern. Harun. Okay, مد لازم كلمة مثقل. Genau. Ja. اللبن حار. Al-Labanu harun. Genau, اللبن حار. Wird Was mal heißt das? raten, dass das heißt, die Milch ist reif? Die Milch ist warm. Okay, حار heißt warm, okay. Inshallah. Und Okay. Al-Qamisun Nazifun, nein, Al-Qamisu Nas, Al-Qamisu Nazifun, was heißt nochmal Qamis? Qamisun. Hemd. Okay. Nazifun. Das Hemd ist gebügelt oder ist weiß? Weiß ich nicht. Ist sauber. Okay. Das Hemd Jason? ist sauber. Ja, bitte. Ist Kamis Hemd oder ist es allgemein so Kleid so, also sowas wie Jilbab oder ist das hat das mehrere Bedeutungen? Also wie ist es da genau? Also heutzutage sagt man eigentlich zu Kamis Hemd. Früher hat man das auch, also in Saudi-Arabien sagt man bis jetzt noch Kamis, dieses Jilbab, Gelabia. Ja. Und früher hat man das eben für das benutzt, was man für oben bedeckt. Also womit du dich von Okay. oben aus bedeckst, auch wenn es Ja. ganz tief runtergeht, das ist eben Kamis. Ah, okay. Also ist jetzt sowas wie T-Shirt, Pullover auch Kamis oder? Ja, oder? Also heutzutage würde man nicht zu T-Shirt Kamis sagen. Weil Kamis müsste auch noch die Ärmel oder die Ärmel bedecken. Ah, okay, ja. Allahu Richtig. alam, ja. Okay. Was war nochmal? Was war nochmal? Waraku nochmal? Warak, Papier. Okay. Okay. Jetzt Tamarin wieder. Iqra, waktub, ma adabt, awakhir al-kalimat. Iqra, lies, haben wir gesagt. Waktub und schreibe. Ma adabt, also mit, das steht eigentlich auf Englisch auch. Adept oder was? Wie bitte? Zu adapt oder was? Mein Dopt ist doch nichts. Mit Dopt ist Zweifel.
Nein, nicht Zweifel. Adopt ist eigentlich sowas mit dem achten, also ungefähr so, mit dem achten, was am Ende des Wortes auch noch geschrieben wird. Also auf Englisch hat er auch selbst nicht das richtig übersetzt, also nicht wortwörtlich. Er hat ja auch gesagt, these words are to be read and written with the correct ending. Also mit der richtigen Endung am Ende. Ah. Und dann hat er auch noch extra nochmal die Regel aufgeschrieben, und zwar El-Mesjidu, wenn El da ist, und Mesjidun, wenn kein El da ist. Ja. Okay, dann machen wir das in Reihenfolge. Jeder, sage ich mal, drei Wörter. Fangen wir mit Hussein an. Oh, mit Messi oder jetzt weiter? Mesjidun haben wir gesagt und El-Mesjidun und jetzt weiter, drei. Okay. El-Ma'u Ma'un, El-Beitu Beitun, Qalemun El-Qalem, El-Qalemu. Okay. Abdullah. Ja. Ganz kurz. Wir sind bei Zwei, der drei. dritten Zeile. Zwei, drei. Ja. Hussein hatte war ein bisschen sehr aktiv. Okay, aber da sind keine Harakette mehr drauf. Deswegen, du sollst ja versuchen, das so zu lesen, ohne Haraka. Aber heute, ich habe doch drei Stück gemacht, oder nicht? Nee, du hast schon mehr gemacht. Du hast sechs gemacht. Ach so, ich habe gedacht, drei Gruppen, also je eine Gruppe. Manchmal sind es nicht immer die gleichen Wörter. Ja, hacken Sie allein, sorry. Okay, Abdullah. El-Kelbu, Genau. Kelbun, Ja. Kamisun, Okay, Ahmed. Waladun, Al-Hajaru, Al-Waladu. Genau. Die letzten sage ich. Himarun, Al-Himaru, Al-Hisanu, Hisanun. Die zweite Aufgabe ist wieder Iqra Waktub. Er hat wieder keine Haraka. Jeder eine Reihe. Hussein. El-Mektubu Meksurun. El-Mektabu Maksurun. El-Mektabu Meksurun. Der Schreibtisch ist gebrochen. Achso, ja, genau, der Schreibtisch ist gebrochen. Und das andere auch, oder? Das zweite? Genau, das zweite. El-Mudarrisu Jadidun. Der Lehrer ist Jadid. Habe ich wieder vergessen. So. Neu. Der Lehrer ist neu. Genau, neu war das, ja. Der Lehrer ist neu. Okay. Abdullah. Al-Qamisu Wasrichun. Was heißt das? Was hieß nochmal Kamis? Wir haben doch gerade gesagt, in Saudi-Arabien sagt man zu Kamis so und so. Und früher Okay. hieß es so und so. Das Hemd Genau. ist sauber. Was war? Das Gegenteil. Sauber ist Okay. Nazif. Schmutzig, ja. Genau. Wasich und schmutzig. Wasichon? Wasichun. Wasichon, okay. Verlängern wir wieder. Ohne Verlängerung. Wasichun. Ich habe das bei dir so verstanden, dass du verlängert hast. Okay, Wasichon, okay. Genau. Okay. Und El-Labanu Baridun. Genau. Ja, die Milch ist kalt. Genau. Ahmed? El-Mesjidu Maftuhun, die Moschee ist offen. Genau. Und El-Hajaru Kabirun, der Stein ist groß. Genau. Hussein? El-Labanu Baridun wal-Ma'u Harun. Die Milch ist kalt und das Wasser ist warm. Genau. Und El-Mudarrisu?
Davor gibt es noch El-Imamo. Wo denn? Ach so. Ach so. Im alten Buch hat man das ein bisschen anders geschrieben. Im alten Buch hat man El-Muhendisu, der Ingenieur. Ach so, Muhendis, ja genau. Im neuen Buch Muhendis steht aber El-Imamo. Ah, okay. Soll ich weitergehen mit dem, was hier steht, oder? Ja. Also sowieso, nur das eine Wort hat man geändert. Okay. Also Al-Muhendisu, Jalisun, Al-Mudarrisu, Waqfun. Waqfun. Genau, Waqfun war das. Der Ingenieur ist am Stehen und okay. Der Lehrer ist am... Nee, genau, stimmt, sorry. Der Ingenieur ist am Sitzen und der Lehrer ist am Stehen. Genau. Abdullah? Al-Qamaru ba'idun. Ich. Ba'id hatten wir doch vorhin, oder? Genau. Okay, fällt mir aber jetzt nicht mehr ein. Weit. Okay. Al-Qamaru, keine Ahnung. Weiß nicht, was Qamar bedeutet. Nein, was soll das heißen? Al-Qamar, Mond. Okay. Und Ba'id, weit. Der Mond ist weit, okay. So weit. Genau. Okay, zweiter Satz. Al-Mindilu Nadifun. Das Tuch ist sauber. Genau. Dann gehen wir zur nächsten Lektion oder der nächsten Aufgabe. Und zwar hier Imla al-Faragat, also vervollständige das Leere oder die leeren Orte. Fima yali, die kommen werden. Biwada al-Kalimat al-Munasiba, mit den passenden Wörtern. Min al-Kalimat al-Taliya, von den folgenden Wörtern, die angegeben sind. Wir haben eben Jamilun, Wasichun, Meftuhun, Harun, Thaqilun, Khafifun. Ich sage nochmal die Bedeutung. Jamil, schön. Wasichun, schmutzig. Meftuh, offen. Harun, warm. Thaqil, schwer. Khafif, leicht. Jetzt Ahmed. Al-Hajaru. Al-Hajaru, Thaqilun. Genau. Und Al-Babu. Meftuhun. Genau. Hussein, Al-Qamaru. Al-Qamaru Jamilun. Genau. Al-Waraku. Al-Waraku. Wasichun? Wasichun? Al-Warak ist Papier. Achso, genau. Okay, dann Al-Waraku Khafifun. Genau. Abdullah, Al-Mindilu. Al-Mindilu. Thaqilun? Nicht schwer. Der Taschentuch ist nicht schwer. War schwer. Okay, warte kurz. War Harun dreckig? Sauber? Nein, dreckig. Har bedeutet warm. Okay. Also, das nächste wäre dann... Okay, warte kurz. Eigentlich wäre das so schlau, wenn ich... Ich höre gerade nichts. Ja, Meftuhun heißt weit. Das Tuch, das macht keinen Sinn. Meftuhun ist offen. Ich sagte die Wörter, die gefunden haben. Ja, das macht die Sache schon einfacher. Aber was heißt Wasichun? Mindilu Wasichun. Wasichun. Das heißt, das Tuch ist. Schmutzig, okay. Okay, dann Al-Labanu. Al-Labanu. Harun. Ja, die Milch ist warm. Genau. Okay, jetzt in einer Minute wird es ausschalten, deswegen schalte ich aus und wir machen nochmal an. Okay? Okay. Okay.
Jetzt sind wir auf der Seite 16 und Übung 4. Imla al-faragha fima yali biwada' kalimatin munasibatin. Hier genauso. Sollen wir in dem leeren Ort oder in der Lücke es vervollständigen mit dem passenden Wort. Hier hat er aber keine Wörter gegeben. Das bedeutet, wir müssen improvisieren. Wo war ich stehen geblieben? Wer war der letzte? Abdullah. Das bedeutet, jetzt ist Ahmed. Das erste Beispiel. Kalmindilo Nazifun. Genau. Also, der Taschentuch übersetzt. Wäre okay. Gut. Okay, das Taschentuch ist sauber. Und Al-Qalamu Maksurun, der Stift ist gebrochen. Genau. Hussein? Al-Ma'u Barid, Baridun. Das Wasser ist kalt. Genau. Und Al-Baytu Qaribun. Genau. Das Haus ist nah. Genau. Abdullah? Könnte man auch Allahu Qaribun sagen? Jetzt kommen wir nicht vielerfalt in unterschiedliche Meinungen. Okay. Okay, dann. So wie ich es gesagt habe. Ja. Die dritte Zeile? Ich weiß nicht, was die Wörter heißen. Ba'idun heißt weit. Okay. Al-Masjidu Ba'idun. Genau. Und was heißt Waqifun? Stehend. Al-Mudarrasu oder wie heißt es? Du bist nah dran. Mudarrasu? Al-Mudarrisu. Habe ich das nicht gesagt? Du hast Mudarrasu gesagt. Okay. Al-Mudarrisu Waqifun. Genau. Könnte man so sagen. Wenn du Al-Mudarrisu, das, was gelehrt wird. Okay. Also das Lehrstoff. Okay. Ahmed? Gut. Einen Moment kurz. Okay. Al-Waladu Jalisun. Das Kind ist am Sitzen. Am Sitzen. Genau, am Sitzen. Und Al-Hajaru Kabirun, ein großer Stein, der Stein ist groß. Genau, der Stein ist groß. Ein großer Stein, das würde sich ändern auf Arabisch. Okay. Also dazu kommen wir später, inshallah. Hussein, letzter. Qadimun war. Was heißt Qadimun nochmal? Alt. Alt. Genau. Al-Kitabu Qadimun. Ja. Und darf ich auch Wörter mitnehmen, die schon benutzt worden sind? Wäre besser, wenn du etwas nicht benutztes benutzt. Okay, dann sage ich El. Al-Labanu Jadidun. Okay, Hemd, was war nochmal Hemd? Qamisun. Genau, Al-Qamisu Jadidun. Al-Qamisu Jadidun. Al-Kitab Qadimun heißt dann eben, das Buch ist alt und ja. Al-Qamisu Jadidun, das Hemd ist neu. Ja. Okay. Unten stehen dann wieder die Wörter, die neuen Wörter, die wir hier gelernt haben. Al-Qamaru. Abdullah, was hieß Al-Qamar? Warum vergesse ich das so schnell? Weißt du, was Shams bedeutet? Nein. Okay. In Surat Yusuf wurde Shams und Al-Qamar genannt.
Sterne, die sich niedergeworfen haben. Ja, okay. Sonne und Mond. Genau. Und hier ist Al-Qamar, Mond. Mond, ja. Jadidun, was heißt das? Weiß ich nicht. Neu. Qadimun. Qadimun ist alt. Genau. Wasichun. Wasichun ist nicht schwer, ist auch nicht leicht. Warte, was war das? Wasichun. Da hatten wir an der Aussprache gelernt oder geübt. Da hast du gesagt Wasichun und ich habe aus Versehen ja. Wasichun gesagt. Ich habe das Beispiel schon vergessen. El Mindil Wasichun. Ja, okay, sauber. Schmutzig. Okay, Ahmed? Nazifun heißt sauber, oder wie? Genau, Nazifun heißt sauber. Okay, was dich von? Ahmed, die nächste Zeile? Harun ist warm. Genau. Baridun ist kalt. Sarirun ist klein. Genau. Hüseyin? Kabirun ist groß. Genau. Meftuhun heißt offen. Genau. Meksurun ist gebrochen und Thaqilun ist Nee, fällt mir was zu nehmen. Al-Hajaru Thaqilun. Schwer. Genau, schwer. Thaqilun ich sage schwer. Letzte. Khafifun ist leicht. Jamilun ist schön. Waqifun ist am Stehen. Jalisun ist am Sitzen. Thaqilun war schwer, ne? Genau. Jamilun? Schön. Waqifun? Hässlich oder was? Waqifun am Stehen. Okay, und Jalisun ist sitzen. Genau. Und hässlich haben wir noch nicht. Ja. Doch, okay. Unten ist nochmal wieder die Regel. Najmun en Najmu. Rajulun ar Rajulu. Dikun ad-diku, Talibun ad-Talibu. Was hieß nochmal Dik? Hahn. Genau, Hahn. Hahn von Huhn? Genau, von Huhn, nicht Wasserhahn. Ach so. Ja. Okay, nächste Zeile, Seite. Ganz kurz. Seite 17. Das ist 18. Ich weiß, das ist direkt auf 18 gegangen und nicht, die Seite 17 ist nicht vorhanden. Okay, dann gehen wir 18. Hier ist eine neue Regel oder hier lernt man etwas Neues. Und zwar steht hier Ichtar Kalimatan min al-Qa'ima. Wähle ein Wort von der Liste B. Tunasib al-Kalima allati fil al-Qa'ima alif. Die ein Wort in der Liste A oder Elif passt. Jetzt das Blöde ist, dass in dieser Auflage, in der alten Auflage, Seite 17 weg ist und somit sind einige neue Wörter weg. Okay. Versuchen wir das mal. Wir haben jetzt in der ersten Liste At-Talibu. Ja. So, wir übersetzen jetzt wieder? Das Problem ist, dass einige Wörter. Ich übersetze lieber alles und dann könnt ihr das alles verbinden. Weil ganz gut, ist Lavis, ist es appetitlich, geschmecklich, so genau lecker? Genau, appetitlich ja, oder schmeckt. Und Talib ist doch Schüler, oder? Genau, Student. Student. Und Dukan ist Laden? Dann sage ich lieber alles. Talibu ist Student. Dukan Laden. التفاح أبفل الماء بصر الحجر شتين القلم شتفت لذيذ appetitlich oder lecker مكسور gebrochen ثقيل schwer مفتوح offen مريض krank حار warm. Okay.
At-Talibu. Ach so, das sollten wir uns merken. anders geht es irgendwie nicht. Wenn wir mitschreiben würden, also ich habe... Sollen wir jetzt die Wörter rechts mit links verbinden oder sollen wir... Genau, rechts mit links verbinden. Hast du wer ist dran? Mujay Ja, bitte. Wir haben doch das Neue, was wir runtergeladen haben, ne? Jetzt auf Zoom ist das Alte. Genau, was ihr heruntergeladen habt, ist das Neue. Kannst du uns nicht das auf WhatsApp schicken? Damit wir das drucken? Meinst du das Alte? Genau. Okay, könnte ich versuchen, inshallah. Es sei denn, die MBs sind zu hoch. Da hätte ich ein Problem. Aber ich schaffe es nicht. Wenn nicht, kann man ja Screenshots machen. Ich mache das dann durch Google Drive vielleicht, wenn es nicht okay. klappt. Okay, das ist 137 GB, das neue. Okay, ich guck mal. Okay. Aber heute müsst ihr ein bisschen aushalten. Ist gut. Okay. Könnt ihr das jetzt versuchen zu verbinden oder wie sollen wir das jetzt machen? Ja, ich kann es versuchen. Kann ich das erste machen? Oder Ahmed, okay. Du? Ich mach du, wenn du willst. Okay, mach was. Okay. Ahmed. Talibum Aribum. Der Student ist krank. Genau. Ad-Dukanu. Bin ich noch da? Jeder versucht zwei zu machen. Das sind sechs Aufgaben. Jeder macht zwei. Ad-Dukanu maftuh und der Laden ist offen. Genau. Hussein, Ad-Tufahu. Ich helfe dir nochmal. Ad-Tufahu ist Apfel. Lebt er noch? Wer denn? Ja, ich höre dich. Wer ist denn dran? Du bist dran. Achso, okay. Ich hatte gerade ein bisschen Internetprobleme, deswegen war das so. Ladidun, der Apfel ist lecker oder appetitlich. Okay. Und mein Internet ich musste kurz raus. Entschuldigung. Okay. Also Hussein hat gerade gesagt, At-tufahu ladidun. Der Apfel ist lecker. Macht und El-Ma'u? El-Ma'u? Hussein ist immer noch dran. Okay. Hörst du uns, Hussein? Der ist tot. Okay, dann sage ich das. El-Ma'u? Harun. Genau, El-Ma'u, Harun. Das Wasser ist warm. Hat das nicht gesagt? Wir konnten dich nicht hören. Ach so, ich weiß, warum in letzter Zeit die WLAN hat irgendwie Probleme. Eigentlich bei uns allen. Okay, Abdullah, die letzten Ansage, Worte. Soll eine Ansage an meinen Bruder sein. Du machst ja dein Software-Update nicht. Auf unseren allen Handys funktioniert es gut, nur auf deinem Handy nicht. Also würde ich die Ansage wieder zurücknehmen. Okay, Al-Hajaru. Al-Hajaru, Thaqilun. Genau. Und Al-Qamaru. Al-Qalamu. Al-Qalamu. Habe ich Qamaru gesagt? Genau, du hast Qamaru gesagt. Okay. Also der Stift, aber die anderen Wörter kann ich jetzt nicht übersetzen. Al-Qalamu Maksurun ist gebrochen oder kaputt. Okay. Maksurun heißt gebrochen, okay. Also Al-Hajaru Thaqilun, der Stein ist schwer, und Al-Qalamu Maksurun, der Stift ist gebrochen. Und hier haben wir dann eben die neuen Wörter gelernt. Also einige konnten wir nicht lernen. Hulun, süß. Ja.
Maridun, krank. Ad-Dukkanu, der Laden. Raniyun, reich. Tawilun, lang. Faqirun, arm. Qasirun, kurz. Ad-Tufahu, Apfel. Tawilu meinst du noch, ist lang. Ist mit lang Farbe gemeint? Nicht Tawilun, lang. Also lang. Lang. Okay. Und würde es mehr Sinn machen, dass man die Wörter nach Wortarten unterteilt, also Nomen eine Seite, in einer Ecke und Verben oder Adjektive in einer Ecke, weil jetzt ist einfach Adjektiv und Nomen einfach gemischt. Da musst du durch. Ich schicke euch inshallah ein Video wo, über dieses, da musst du durch. Ich liebe dieses, also deswegen sage ich das die ganze Zeit, auch hier zu Hause. Ja. Also, das sage ich ab jetzt Menschen, die mit mir zu tun haben. Hüseyin, du willst etwas fragen? Genau, also Jadid ist ja neu. Nee, Edik war eigentlich alt, das war in der ersten Lektion. Du warst aber nicht dabei. Ich meine Jadid. Achso, Jadid. Genau. Genau. Jadid ist neu. Hier steht ja Al-Kalimatul Jadida. Genau. Warum ist da am Ende ein T? Mashallah, warum treffen mich alle Klugen immer? Al-Kalimat Al-Jadida. Hier hat dieses T Marbuta. Ihr wisst ja, dass dieses T Marbuta heißt. Ja, geschlossenes T. T Marbuta legt man eben an den weiblichen Wörtern rein. Die Eigenschaften kann man männlich und weiblich machen. Ah, okay. Und Kalimat ist ja Plural, also weiblich. Alle Plurale sind weiblich. Seid nicht ihr alle. Auf der anderen Seite, weil ich sehe kein Kalimat. Achso, da oben. Genau, jetzt El-Kalimat. Okay, ja, jetzt habe ich es gesehen. Die Wörter. Und El-Kalimat ist weiblich. Und deswegen muss der Adjektiv auch weiblich sein. Also er muss eigentlich, der Adjektiv muss immer genauso sein wie das Wort davor. Ja, wie das Nomen. Genau, wie das Nomen. Hat es L, hat es Artikel, muss der Adjektiv auch Artikel haben. Ist der Nomen weiblich, muss die Eigenschaft auch weiblich sein. Okay, ist es auch bei Verben so? Bei Verben. Zu den Verben kommen wir lieber später. Okay, jetzt ist noch zu früh. Okay. Dann gehen wir zur nächsten Seite. Noch zwei Seiten und dann sind wir fertig, inshallah. Jetzt. Nee. Ach so. Subhanallah. Der hat die Seite 17 nach 18 gemacht. Sollen wir das auch machen oder überlassen oder überspringen? Mir ist egal. Dann machen wir das lieber. Ja. Zeit haben wir auch. Ich habe heute nichts zu tun. Okay, Seite 17. Oben steht dann eben ich lese euch das. Ich erkläre euch das lieber und ganz am Ende macht ihr dann die Aufgabe. Also Al-Najmu Ba'idun, der Stern ist weit. Links Ar-Rajulu Waqifun, der Mann ist am Stehen. As-Sukkaru Hulwun, der Zucker ist süß. At-Talibu Maridun, der Student ist krank. Ad-Diku Jamilun, der Hahn ist schön. Ad-Daftaru Jadidun. Das Heft ist neu. Ad-Tajiru Ghaniyun. Der Geschäftsmann ist reich. Ad-Dukkanu Maftuhun. Der Laden ist offen. Al-Waladu Faqirun. Das Kind ist arm. Ad-Tufahu Lazizun. Der Apfel ist lecker. At-Tabibu Tawilun, der Doktor oder der Arzt, besser gesagt, ist lang.
والمدرس قصير und der Lehrer ist kurz. Bis hier irgendwelche Fragen oder etwas, was nicht deutlich angekommen ist? Hörst du mich? Ja, ich höre. Achso, heißt Kleider nicht Händler? Okay, Händler könnte man auch sagen. Gibt es einen großen Unterschied, wenn ich jetzt Geschäftsmann sage, anstatt Händler? Nee, es kommt ja von Tijara und Tijara ist ja der Handel darum. Achso, okay. Dann ist Händler besser. Genau. Meine Frage war, Najm ist ja auch Stern, meinst du? Genau. Ist Kaukab oder Kaukaben auch nicht auch Stern? Kaukab ist Planet. Ach so, weil in Surat Yusuf steht doch Kaukab, deswegen. Genau. In Surat Yusuf steht ja Ra'aytu Shamsa. Ja. Ra'aytu Ahada Ashara Kaukaben. Ich habe 11 Planeten gesehen. Und dann in einer anderen Ra'aytu Shamsa wal Qamara wal Nujuma li Sajidin. Allahu Alam. Also ich sah die Sonne, den Mond und die Sterne. Okay. Alles klar. Habt ihr jetzt Surat Yusuf auswendig gelernt mit Al-Amajah? Nein, wir haben Anfang ein bisschen Übersetzen gemacht. Ach so, okay. Ja. Eigentlich habt ihr mit mir auch gemacht, aber ihr habt alles vergessen. Surat Yusuf? Könnt ihr euch nicht erinnern? Also ja, wir haben die Propheten, wir sind die Propheten durchgegangen. Okay, und da bei Surat Yusuf habe ich absichtlich auch noch... Ich habe es nicht vergessen, Michael. Keine Angst, ich habe es nicht vergessen. Wir haben die Propheten gemacht und wir haben auch die Suren, einige Suren übersetzt. Also ich war klein, ich habe meine Ausrede. Okay, Temerin, Aufgabe. Iqra waktub ma dabt awakhir al-kalimat. Ich lese das auch. Al-babu, die Tür. Al-tajiru, der Händler. Al-najmu, der Stern. Al-Qamaru, der Mond, Al-Diku, der Hahn, Al-Ma'u, das Wasser, Al-Sariru, das Bett, Al-Baytu, das Haus, Al-Masjidu, die Moschee, Al-Rajulu, der Mann, Al-Sukkaru, der Zucker, Al-Waraku, das Papier. Okay, jetzt seid ihr dran. Unten, imla al-farah fima yali, biwadai kalimatin munasibatin. Also vervollständige die Lücke mit dem passenden Wort. Fangen wir mit Hussein an. Ar-rajulu ghaniyun. Okay, besser gesagt. Oder at-tajir, at-tajiru. Genau, At-Tajiru Ghaniyun. Das heißt? At-Tajiru Ghaniyun, der Händler oder der Geschäftsmann ist reich. Genau. Das nächste links? As-Sukaru Hulwun. Der Zucker ist süß. Genau. Abdullah, die zweite Reihe. At-Talibu Maridun. Okay. Kein Plan, was das heißt. Der Student ist krank? Naja. Student ist krank, ja. Und Zucker hatten wir schon, oder? Sonst genau. Würde man. Ja. Und was war Apfel? Tufah. Genau. Tufah. التفاح لذيذ. Genau. Ahmed, die letzte Reihe. Einen Moment. Al-Muhandis Tawilun. Also ist nicht dabei, aber geht auch, ne? Ja, genau, kann man sagen. Der Ingenieur ist lang. Und Al-Mudarrisu Qasirun. Genau. Der Lehrer. Von oben abgelesen. Wie bitte? Nö. Von oben abgelesen. Was soll ich machen? Okay. Dann gehen wir zur letzten Seite, inshallah. Oder zur vorletzten. Hier
Etwas, was ihr schon eigentlich schon wisst und gut könnt. Al-Hurufu al-Qamariya wal-Hurufu al-Shamsiya. Also die Mondbuchstaben und die Sonnenbuchstaben. Die hat man so genannt, weil bei al-Qamariya oder al-Qamar, da sagst du al und dann hat den Qaf. Und bei al-Shamsiya, da sagst du al, Lam geht weg. Ja. Und dann hat man das eben aufgelistet. Und dann hat man gesagt, Al-Huruf Al-Qamariya, rechts, ich gehe jetzt alles runter, Al-Abu, Al-Babu, Al-Jannatu, ich versuche das mal auch zu übersetzen, Al-Abu, der Vater, Al-Babu, die Tür, Al-Jannatu, das Paradies, Al-Himaru, der Esel, Al-Khubzu, das Brot, Al-Ainu, das Auge, Al-Ghada'u, das Mittagessen, Al-Famu, das Mund oder der Mund, Al-Qamaru, der Mond, Al-Kalbu, der Hund, Al-Ma'u, das Wasser, Al-Waladu, das Kind, Al-Hawa'u, die Luft und Al-Yadu, die Hand. Auf der linken Seite sind die Al-Huruf al-Shamsiyya und das sind dann eben Ta, al-Tajiru, der Händler, Tha, al-Thawbu, das Kleid, Dal, al-Diku, der Hahn, Dal, al-Zahabu, das Gold, Ra, al-Rajulu, der Mann, Zal, al-Zahratu, die Blume, Sin, al-Samaku, der Fisch, Shin al-Shamsu, die Sonne, Sad al-Sadru, die Brust, Dat al-Daifu, der Gast, Ta al-Talibu, der Student, Va al-Zahru, al-Zahr war der Rücken. Lam al-Lahmu, das Fleisch, Nun al-Najmu, der Stern. Irgendwelche Fragen? Zahra, ist Blume auch der Name? Also der Name Zahra? Fatima al-Zahra ist was anderes und Fatima und al-Zahra ist was anderes. Ah, okay. Al-Zahra ist sowas wie die Blühende. Ah, okay. Und Al-Zahra ist eben die Blume. Okay. Okay. Die letzte Seite. Ich hoffe, die Wörter sind nicht so also nicht anders. Hier, Tamrin. Iqra al-Kalimat al-Atiya. Lies die folgenden Wörter. Waktubha mura'iyan. Und schreibe achtend auf die Aussprache, also auf die Regel der Aussprache der Buchstaben von Al-Qamariya und Al-Shamsiyya. Jeder liest eine Zeile. Fangen wir mit Hussein an. Al-Baytu. Genau. Al-Diku. Al-Mudarrisu. Mhm. Al-Babu. Al-Talibu. Al-Sukaru. Al-Daftaru. Genau. Abdullah. Al-Akhu oder Al-Akhu? Al-Akhu, der Bruder. Al-Akhu. Okay. Wir sagen ja immer Achi. Ja, ja, okay. Al-Rasulu, der Prof, also der Gesandte? Einfach nur lesen, also hier müssen wir nicht übersetzen. Aber was heißt das? Al-Rasulu, der Subhanallah. Gesandte. Der Gesandte. Okay. Al-Wajahu, Al-Sadiqu, Al-Qur'anu, Sadiqu. Al-Sadiqu. Hier musst du Shadda machen. Okay. Al-Sadiqu, Al-Qur'anu, Al-Salatu, Al-Salatu, Al-Ka'batu,
Soll ich weitermachen? Ahmed? Al-Ra'si. Al-Ra'su. Al-Ra'su. Junge, was ist sie? Al-Yusba'u oder so. Genau. Al-Sabun al-Zufru, keine Ahnung. Al-Sabun al-Zufru. Achso, so ist das zusammen. Al-Sabun al-Zufru. Al-Fajr. Al-Fajru, ja, ne? Al-Zuhru. Al-Asru. Al-Maghribil. Al-Maghribi. Al-Aisha. Al-Aghribu. Und Al-Aisha'u. Achso, sorry, bei mir sieht es aus wie ein Strich unten bei B. Al-Aisha'u. Ja, in dem Alten ist es ein bisschen schlecht. Ja, aber man muss das auch wissen, ne? Maghribu. Maghribu. Also, man hat in dem neuen Buch eben das alles korrigiert, genauso wie As-Sabunu und Al-Zufru. Das hat man getrennt. Aber im Alten hat man das nicht getrennt. Aber die wie soll ich sagen, die Formen oder die Bilder sind deutlicher, sind manchmal deutlicher im Alten als in den Neuen. Ist Sabun, ist es Seife? Genau, Sabun ist Seife. Okay. Wow, Ahmed. Das Problem ist auch manchmal, das kommt immer so zusammen oder die Harake kommt eben dazu, wegen der PDF oder weil es irgendwie nicht mit dem Word oder mit dem Programm vereinbart ist. Dann ändert sich das alles nochmal. Okay, dann stoppen wir hier. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.